Hallo, ich bin Leonardo Bittencourt, Spieler von Hannover 96. Ihr guckt jetzt Club der Roten Dichter auf H1. Schuss von Wetter springt von der Latte zurück. Wohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Montagabend, 21.30 Uhr, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Club der Roten Dichter 96 zum Mitreden. Und endlich ist die Boygroup unserer Sendung und Boy- und Girlgroup unserer Sendung, muss man in diesem Fall ja sogar sagen, endlich mal wieder komplett vereint. Das freut mich ganz unwahrscheinlich. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn anzukündigen. Volker Wiedersheim, es hieß noch vor der Sendung, er habe Hexenschuss, aber er hat es doch noch geschafft, vorbeizukommen. Das freut uns. Volker Wiedersheim, hallo. Darüber macht man keine Witze. An meiner Seite Mareile Ide. Darüber machen wir heute noch ganz viele Witze. Ja, also... Ja, ich. Du kannst natürlich auch das Phantom des Clubs der Roten Dichter sein. Ich bin das Phantom, genau. Matthias Wieland an meiner das Phantom Seite. Und das Phantom und der Opa, beides gleichzeitig. Ja. So, bevor wir hier, wir haben schon eine hitzige Diskussion schon vor der Sendung im Prinzip gehabt. Bevor das ausartet heute in der Sendung, ist eins erstmal ganz wichtig. Vielleicht viele kennen es schon, aber wir müssen es einfach nochmal machen. Ruhig, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ruhig, ruhig, ganz ruhig bleiben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war also unser ehemaliger Sportdirektor Jörg Schmadtke, mittlerweile immer tätig beim FC Köln, und in dieser Tätigkeit hat er das auch geäußert. Der Hannover 96 geht nun mittlerweile so weit, dass man beschlossen hat, nach diesem Wochenende, Schmadtke, vielleicht, müssen wir mal, vielleicht kann man das gleich noch mal ein bisschen näher zeigen mit der Kamera, Statuen im Garten von Hannover 96, da hat man bei Klinsmann angefragt, der kannte da... Bringt das was, wenn ich das Ding zur Kamera hintrage? Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich nicht scharf. Wir müssen, glaube ich, warten, bis ein Kameramann kommt. Oder ich gebe es dir mal, wir können es mal probieren. Wir versuchen es mal. Vertrag es mal zur Kamera hin und wir schauen mal, ob das was bringt. Wenn es nicht spiegelt. So, ja, doch, ja, gar nicht so schlecht. Man kann es erahnen. Genau. In der Tat unscharf. Was für einen Garten denn? Ja, keine Ahnung. Irgendwie im Garten bei Hannover 96. 96 wird doch einen Garten haben, gehe ich mal von aus. Ja, oder man installiert das vorm Rathaus, im Rathauspark da. Ja, zum Beispiel. Rathauspark. Wie heißt denn das, Mensch? Bist du aus Hannover Maschpark, oder? Ja, mein Maschpark, Gott, ja, richtig. Also Jürgen Klinsmann sollte da noch eine gute Adresse haben. Das ist die Stimmung hier im Studio. Ja, es ist ja, wird das was bringen mit den Buddha-Statuen? Wir wissen es nicht. Wir haben hier vor der Sendung schon kontrovers gesprochen über... Ich will mehr Kopf. Bitte? Ich will mehr Kopf. Ach so. Über das Spiel. Oder was am Samstag noch so war. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, wir würden eigentlich ganz gerne, weil das Spiel natürlich viele Aufreger in sich birgt, auch gleich unsere juristische Instanz noch am Telefon dazuschalten, wenn das geht. Und zwar in Hamburg. Wir müssen mal gucken, aber noch ist der Anruf, noch ist die Leitung nicht geschaltet. Aber das wird jetzt, glaube ich, jeden Moment passieren, bevor wir dann die Leitung auch für die Anrufer wieder freischalten. Aber ich gehe einfach mal in die Runde. Ihr beide habt es ja gerade eben schon so schön miteinander ausgesprochen. Ihr wart euch jetzt nicht so ganz einig, was die Beurteilung der Schiedsrichterleistung angeht, richtig? Wenn ich das mal einfach so fragen darf. Nee, ich glaube, oder Volker kann ja erstmal sagen... Es ist diffiziler. Die Beurteilung der Schiedsrichterleistung steht nicht zur Debatte. Sie war nicht überzeugend, unsouverän, nicht gut. Mhm. Es fehlte an Fingerspitzengefühl und es, an der souveränen Leitung einer Partie, die über die einzelne Beurteilung von Spielsituationen hinausgeht, daran hat es gefehlt, das war nicht gut. Aber mir geht dieses... Hadern mit Schiedsrichterentscheidungen total auf den Senkel, weil damit überdeckt wird, dass 96 einfach ein von vorne bis hinten nichtsnutziges Spiel abgeliefert hat. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich glaube, in dem Spiel hat sich ein bisschen offenbart, was wirklich in dieser Mannschaft steckt. Nämlich neben viel Potenzial auch jede Menge Probleme. Und diese Probleme gehen mir auf den Puffer. Ich glaube, nach diesem Spiel möchte ich mich erstmal davon überzeugen lassen, in kommenden Partien, dass das keine Mistriege ist. Mhm. Okay, Volker ist angefressen. Ich
sehe das ein bisschen anders, weil ich den Auftritt bis zu den zum Beginn der fragwürdigen Entscheidungen alles andere als schlecht fand. Moment, der Beginn der fragwürdigen Entscheidung, das war ja quasi nach 5 Minuten oder so. Das war nach 10 Minuten, aber bis dahin hat 96 munter nach vorne gespielt, hatte 2 sehr gute Torchancen, von denen sicherlich eine drin sein darf. Einmal der Schuss von Husse, den er mit vollem Risiko dann weit übers Tor geschossen hat, und die Szene von Diouf, in der er sich gut gegen 2 Verteidiger durchsetzt, weil er einen Schnelligkeitsvorteil hat und dann ans Außennetz schießt. Mhm. Und das wirkte bis dahin eigentlich alles sehr dynamisch, engagiert und ja, so, dass man eigentlich auf der Tribüne ein ganz gutes Gefühl hatte. Und dann ging das los. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass die Elfmeterentscheidung falsch war. Da kann man, glaube ich, wirklich sehr geteilter Meinung sein. Aber wie Volker das gerade schon richtig gesagt hat, ist es so gewesen, dass eben der Schiedsrichter, das Spiel sehr unsouverän geleitet hat. Und ich glaube, dass das schlicht eine Persönlichkeitsfrage ist, wo man... wo dann vielleicht der Betreffende gar nicht so wahnsinnig viel fühlen kann. Ich habe das bei dem Stieler schon öfter beobachtet, dass die Spiele bei ihm gerne mal dann auch so ausarten. Und ich persönlich, das darf man auch anders sehen, aber ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man in so einer Spielsituation ist und dann einen hohen Adrenalinspiegel hat und man das Gefühl hat, man hat ja keine Zeitlupen, das überprüfen zu können, dass es permanent Entscheidungen gegen einen oder zu hart in der persönlichen Ahnung getroffen werden, dass einem dann irgendwann die Hutschnur platzt. Mareile, wenn sogar du das weißt, dass das ein problematischer Schiedsrichter ist oder ein, bei dem man wissen muss, dass er an einen Punkt kommt, wo er mit Karten um sich wirft zum Beispiel, wenn sogar du das weißt, wie kann es dann sein, dass ein Millionenbetrieb wie so eine verfluchte Mannschaft das nicht auf dem Radar hat und seine Spieler möglicherweise nicht entsprechend gebrieft hat oder aber diese Spieler beim Briefing nicht zuhören konnten, weil sie gerade mit dem Finger in der Nase gebohrt haben? Ich glaube noch nicht mal, ich weiß nicht, ob da jemand vorher gebrieft worden ist, ob das allgemein bekannt ist, dass der gerne mit Karten um sich schmeißt. Das ist mir alles nicht bekannt. Ich habe nur gesagt, dass ich es, glaube ich, wenn ich selber da unten stünde, würde es mir auch sehr, sehr schwer fallen, an mich zu halten. Ob man das können muss, das stelle ich jetzt mal zur Debatte. Ob man das können muss. Wir sind übrigens verbunden mit Jens, das wollte ich kurz nur erwähnen, unser juristischer Berater sozusagen aus Hamburg und 96-Fan ja auch. Jens Jeb, hallo. Hallo nach Hannover. Ja, grüß dich. Du bist mitten reingekommen schon in unsere erhitzte Diskussion darüber, wie denn das Spiel und wie die ganze Situation zu bewerten sei. Wir wollen jetzt gar nicht, es geht tatsächlich nicht so sehr darum, den Schiedsrichter jetzt hier brutal runterzumachen, sondern es ist schon eher die Frage, wie ist die Mannschaftsleistung in diesem Zusammenhang zu bewerten. Also Volkers Ansatz, ich weiß nicht, ob du es schon in der Gänze mitbekommen hast. Ja. Geht ja eher in die Richtung, dass eine Mannschaft auf sowas auch verdammt nochmal ein bisschen eingestellt sein kann und dann, dass es auch ein bisschen professionell wäre, da von vornherein ein bisschen anders heranzugehen. Wie siehst du denn das? Wie hast du das gesehen? Ja, ich sehe es ganz genauso. Man muss ja mal eins sagen, seit Jahren werden Schiedsrichter bestürmt und angebrüllt und beschimpft und es hat noch nie was gebracht, sondern es bringt Karten und das, was passiert, ist ja auch nichts Neues. Also ich verstehe genauso wie Volker nicht, warum die da nicht anders drauf eingestellt werden. Warum nicht die klare Ansage ist, haltet die Klappe, lasst vielleicht den Kapitän vormarschieren, aber bestürmt den Schiedsrichter nicht. Und vor allen Dingen, jetzt mal im ersten Falle, das haben wir ja alle im Fernsehen gar nicht live gesehen, weil die Kamera woanders war. Was um Himmels Willen hat Juf beim Schiedsrichter nach dem Elfmeter verloren? Was soll das? Das ist ja auch nicht in der Situation unmittelbar der Entscheidung gewesen. Das war 2, 2,5 Minuten später. Es ist mir unbegreiflich, warum ein Spieler dann zum Schiedsrichter geht und ihn offenbar so angeht, dass er ihm eine gelbe Karte gibt. Da stimme ich voll dazu. Die Bilder, die ich gesehen habe, da ging Diouf eigentlich mit relativ normaler Miene und ruhig neben dem Schiedsrichter her und hat nur so gemacht, aber ganz ruhig gesprochen. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich dann die Szene nicht vor Augen, die du meinst. Also ich fand da nicht viel Verwerfliches dran. Ja, wir wissen ja nicht, was er gesagt hat. Also es wird ja irgendwas gegeben haben, wofür er die gelbe bekommen hat. Das Erstaunliche ist, wenn man sich das Regelwerk anguckt, dass da drin steht, jedes Meckern wird mit Geld bestraft. Punkt. Eigentlich ohne jede Ermessen. So wird es natürlich überhaupt nicht gehandhabt. Es kommt immer darauf an, wer meckert, wie gemeckert wird. Aber die Regel ist eigentlich,
Meckern beim Schiedsrichter, gelbe Karte. Ja, das wird natürlich so tatsächlich nicht gehandhabt, nee, Gott aber, sei Dank. Aber deshalb kann natürlich. Man das da trotzdem nicht gut finden. Also ich unterstreiche, was Jens jetzt sagt. Man nehme sich ein Beispiel am Basketballsport, der selbst in der NBA, wo die verwöhntesten Profis des ganzen Sportgeschehens weltweit überhaupt rumspringen, da labert nie einer auf den Schiedsrichter ein. Das gibt es einfach nicht. Das ist dort nicht Usus und es ist auch wirklich eine Unart. Es ist eine Unsportlichkeit. Dann wäre das Ergebnis davon, dass man, egal was der Schiedsrichter auf dem Platz macht, ob das jetzt die beste Spielleitung aller Zeiten ist oder die schlechteste Spielleitung aller Zeiten, dass man das grundsätzlich einfach so hinnehmen muss. Absolut. Das ist eine extreme Meinung, aber ich bin der Meinung. Ich habe echt gedacht, Sergio Pinto, den ich aus vielen Gründen hier in Hannover vermisse und der irgendwie fehlt. Was mich an dem wirklich zu Tode genervt hat, ist diese ewige Lamentiererei. Das ist mir sowas von auf die Nüsse gegangen. Ich meine, nicht zu ertragen. Und ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Es ist ja schon so, weil, Jens, du hast gerade das gesagt, dass das irgendwie nie was gebracht hat. Es gibt natürlich, glaube ich, schon wahrscheinlich zumindest diesen Hinterkopfgedanken, wenn ein Verein auf eine sehr regelmäßige Weise darauf hinweist, dass er benachteiligt wird, dass dann zumindest vielleicht die Hoffnung da ist auf eine Konzessionsentscheidung im späteren Verlauf des Spiels beim Schiedsrichter, dass das sich also doch festsetzt. Dass eine Entscheidung zurückgenommen wird, ist klar, das passiert nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, ist schon so ein bisschen dabei. Es ändert aber nichts daran, dass es tatsächlich eine Unsitte ist. Deswegen sind wir dann ja wieder bei meinem Lieblingsthema. Deswegen bin ich ja auch wirklich, also ich finde es extrem ärgerlich, dass wir haben hier nochmal die Actionfigur von Herrn Dr. Felix Brüch vom letzten Mal, dass man sich schon wieder über Schiedsrichter aufregen muss, ärgert mich und aufregen, finde ich, kann man sich ein bisschen über ihn. Und was mich an der ganzen Sache ärgert, ist halt unser altes Thema, nämlich die Sache mit dem Scheiß. Tatsachenentscheid. Das ist der letzte Schiss. Das ist quasi so, als würde man ich bin da wirklich sauer drauf mittlerweile. Das ist so, dass das heute noch so akzeptiert wird, dass man die Leute vom DFB da diese Entscheidung machen lässt, sozusagen. Kann man ja nicht anders. Es ist so, als würde man Leute, die noch daran glauben, dass der Fotograf ein Foto einem die Seele raubt, als würde man die befragen, ob man irgendwie irgendwas mit Fotografie machen darf. Also Entschuldigung, alte Männer, die noch an irgendwelche Vorkriegswerte glauben, die heute überhaupt keine Bedeutung mehr haben und die wirklich einfach nicht mehr existieren in der Realität, dass man das ihnen durchgehen lässt. Denn meiner Meinung nach wäre die Möglichkeit, in so einem, auch gerade in so einem Spiel, die Möglichkeit für den Trainer der sich benachteiligt fühlenden Mannschaft in irgendeiner Form zumindest mal einmal zu sagen, das würde ich jetzt gerne nochmal überprüfen. Beispielsweise war das, was Diouf da hingelegt hat, eine richtige Schwalbe oder war es nur ein zu spätes Abheben nach einer tatsächlichen Berührung etc., was es ja dann vielleicht gewesen ist. Diese Möglichkeit würde meiner Meinung nach nicht in jeder Situation, würde aber in vielen Situationen echt auch ein bisschen Dampf rausnehmen, auch aus dem Stadion. Nee, soll ich dir sagen, Matthias, warum die das nicht machen werden? Ja, sie werden es nicht machen. Nein, natürlich ist das scheiße, aber das wird nicht gemacht, weil der jeweilige Schiedsrichter dadurch möglicherweise desavouiert werden könnte. Desavouiert? Das versteht doch der Fußballfan gar nicht. Entblößt. Jens hat es verstanden. Ja, Jens ist ein Akademiker. So, und das... ist doch, dass dadurch, dass es den Fernbeweis während des Spiels nicht gibt, wird er doch richtig desavouiert. Jetzt können wir es uns hinterher angucken, jetzt können wir es uns zehnmal angucken, jetzt steht die Fehlentscheidung und jetzt haben wir eben selbst den Fall wie beim Hoffenheim-Spiel mit dem Tor, natürlich ein Tor ist, wo es jetzt keine Wiederholung gibt. Jeder weiß, dass es anders war, trotzdem wird an der Tatsachenentscheidung festgehalten. Ich finde, das schadet den Schiedsrichtern viel mehr, als es ihm ja gar nicht schaden würde, wenn man einfach mal im Spiel sagen könnte, nee, ich glaube es nicht. Und auch wahnsinnig schwer. Du bist für uns sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich muss mal ganz kurz für Mareile zumindest den Teil übersetzen, den ich klar verstanden habe. Er sagt nicht zu Unrecht, dass das, was wir im Augenblick haben, eine viel stärkere Desavouierung des Schiedsrichters ist. Weil wir jetzt gerade, wenn im Nachhinein immer im großen Stile darauf rumgeritten wird, was für Fehler die machen, das ist nämlich das, was ich auch sage. Ich finde das schlimm, dass es jetzt zu solchen Auswüchsen kommt, dass es auf Facebook Leute gibt, die so Sachen schreiben, wie er möge doch bitte den Rafati machen. Solche Auswüchse nimmt das Ganze. Das Problem ist nur, diesen Leuten zu sagen, du und denk mal an Enke, das bringt halt nichts. Das ist mal das Problem, was aber ich damit habe. Matthias, das bringt nichts. Du musst also eine andere Möglichkeit finden, weil ich muss wirklich sagen,
man ist da ja drin und man kriegt diese Emotionen dann ja auch mit im Stadion. Ich hätte beinahe auf die Fresse bekommen im Stadion, nur weil ich mich auch relativ früh gewagt habe, darüber aufzuregen, dass Diouf da in meinen Augen eben auch, obwohl ich weit weggestanden habe, es sah sehr wie eine Schwalbe aus. Und diese Emotion im Stadion, du musst, finde ich, eine Möglichkeit finden, dem Publikum ein bisschen von dieser Ohnmachtsgefühl zu nehmen. Das dieses nur brüllen und dann das Gefühl haben, man kann machen, was man will, so ungefähr, das ist nicht gut. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte aber bitte noch auf einen, auch wenn das vielleicht hier niemandem gefällt, aber auf einen Aspekt hinweisen. Wenn wir uns die ganze Zeit darüber aufregen, dass es bei der Mannschaft auch um eine Qualitätsfrage geht, was sie abrufen und was sie nicht abrufen. Mhm. Es gibt, meines Erachtens, gibt es wirklich richtig gute Schiedsrichter in der Bundesliga. So wie Florian Mayer, so wie Knut Kircher, so wie Felix Zweier, zum Beispiel. Das sind jetzt solche, die mir einfallen. Und Felix Zweier zum Beispiel ist auch ein ganz junger, der aber schon eine unheimliche Souveränität an den Tag legt. Denen passieren auch Fehler. Ja? Mhm. Witzigerweise ist es nur so, dass bei diesen Schiedsrichtern niemals im Stadion sich die Stimmung so aufheizt, wie eben bei solchen, die einfach meines Erachtens ein Ausstrahlungs- und Autoritätsproblem haben. Ich gebe dir auch da völlig und recht. Ich glaube, dass der permanente Einsatz von Leuten, die meines Erachtens vielleicht einfach aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur für den Job, zumindest in der höchsten Spielklasse, nicht geeignet sind, das ist eben auch ein Problem, den man... Ne? Also da bin ich, ja, muss ich sagen, da bin ich auch völlig bei dir, weil ich bin auch der Meinung, ich bin nach wie vor, ich habe es ja glaube ich auch schon, gesagt habe, es war eine beschissene Schiedsrichterleistung, ja. Das kann man ganz klar sagen. Ich will nicht, natürlich, jeder macht mal Fehler, hier war es aber tatsächlich so, dass man wirklich den Eindruck hatte, dass möglicherweise auch noch die Situation, oh, jetzt schreien sie alle laut und die Mannschaft kommt jedes Mal gelaufen, jetzt erst recht keine Schwäche zeigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Das ist auch absolut menschlich. Natürlich ist das der Effekt. Aber es ist scheiße. Natürlich ist es scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Und das, was Marcelo gemacht hat, war natürlich, um das jetzt nochmal, damit hier kein falscher Eindruck entsteht, das war natürlich des Guten zu viel. Das war Unprofessionalität. Nein, also das, ich kann das zwar aus menschlicher Sicht nachvollziehen, aber das war des Guten zu viel. Da muss man sich wirklich ein bisschen mehr im Griff haben. Aber dass man sich einfach so während des Spiels aufregt, finde ich, es muss erlaubt sein. Es ist ein bisschen das Schwierige beim Fußball, denke ich mal, dass wir hier zwar einerseits, das ist das Problem mit der Professionalität, wir reden hier von Menschen, die natürlich sehr viel Geld kriegen, um diesen Beruf auszuüben. Letzten Endes handelt es sich hier aber eben nicht um Piloten oder Ärzte oder Rechtsanwälte, sondern eben doch um Menschen, die Fußball spielen sollen und wo natürlich es trotzdem nicht unbedingt zur Grundausbildung gehört, sich auf dem öffentlichen Parkett bewegen zu können oder was? Na gut, ein bisschen schon. Das ist doch völliger Unfug. Nein, aber ich will damit sagen, die müssen sich der nicht Job so besteht im Kern darin, an jedem verfluchten Wochenende vor einem Millionenpublikum aufzutreten. Ja. Und zu wissen, dass keine Zehntelsekunde dieser Phase auf dem Spielfeld unbeobachtet ist, sondern alles von Millionen gesehen wird. Das ist der Kern des Jobs. Ein bisschen Fußball spielen können müssen sie auch. Ja, aber die Sache ist natürlich die, dass Fußball ja dann doch eben eine emotionale Geschichte ist. Und wenn die Mannschaften tatsächlich, und wenn du als Spieler, ich kann natürlich schon nachvollziehen, wenn du als Spieler so in einem Spiel, dass das Spiel so empfindest, also du hast tatsächlich auch gefärbt durch die eigene Brille. Klar, das Gefühl, du wirst dauernd benachteiligt. Du hörst das Publikum, das auch dir dieses Gefühl noch gibt. Der Trainer am Rande zeigt natürlich auch irgendwas an, was dir das Gefühl gibt. Die Mannschaft, die ich bewundern würde, ist die, die in so einer Situation sagt, verdammt nochmal, dann spielen wir jetzt eben besser. Dann spielen wir so gut, dann reißen wir uns so dermaßen den Allerwertesten auf, dass Schiedsrichterentscheidungen einfach keine Rolle mehr spielen für den Ausgang des Spiels. Die Mannschaft sind wir wahrscheinlich nicht. So, und das ist das, was mich nervt. Mhm. Ja, würde Volker auch dazu stimmen und auch was den Sergio Pinto damals anging. Wenn ich mich immer aufrege und bei Fernsehbilder Betrachtung man feststellt, dass er in 3/4 der Fälle sich zu Unrecht aufregt, dann ist da auch keine Glaubwürdigkeit drin. Das ist vollkommen richtig. Aber jetzt mal eine Frage in die Runde, auch natürlich an dich, Jens. Hast du denn so grundsätzlich den Eindruck, dass 96 mit all seinen Einzelspielern eine Mannschaft ist, die zum permanenten Lamentieren neigt? In der Gesamtheit würde ich es gar nicht sagen, aber es hat mich bei diesem Spiel dann schon gewundert, eben gerade, dass Diouf so früh losgelegt hat, der nun eigentlich nicht die Aufgabe hat und der da auch gar nicht so beteiligt war. Und Marcelo, das ging natürlich, das war ja schon fast körperlich, wie er den Schiedsrichter angegangen hat. Ja. Der hat die Nase quasi berührt. Der hat ihn angebrüllt aus 10 Zentimeter Entfernung. Das geht einfach nicht. Das ist auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem Schiedsrichter, wie man häufig auch sieht. Ich finde generell, der Schiedsrichter wird nicht angefasst, der wird nicht angebrüllt und dem bleibt man mal einen halben Meter vom Leib.
Und das tun die natürlich, das nicht nur Hannover, das auch bei anderen so. Ja. Ich finde, das geht grundsätzlich nicht und ich finde eben auch, dass Lomka da im Grunde eine klare Linie fahren müsste, das ist, glaube ich, das, was Volker auch meint, die klare Ansage, wenn sich einer beschwert, ist es der Kapitän und der macht es ruhig und die anderen machen es nicht. Aber Slomka ist natürlich leider auch selber einer, der genauso eigentlich permanent rumhadert mit dem. Ja, der war kurz davor, in die Kabine zu gehen, glaube ich, zwischendurch. Ja. Der hat auch mal dran gekriegt, weil er irgendwo am Spielfeldrand auf die Knie gegangen ist, zur Beschwörung des Allmächtigen. Wobei ich irgendwann immerhin beobachtet habe, wie er sich zwar kurz mit Gisdol irgendwie kurz gefetzt hat, dann sie sich aber wieder vertragen haben. Ja, das habe ich auch gesehen. Zumindest, habe ich noch so gedacht, na, da ist wenigstens ein bisschen Ruhe. Ja, gut, was soll's. Wir können es sowieso alles nicht retten und nicht ändern. Nee. Ich wollte nur vielleicht kurz was zu den Entscheidungen tatsächlich sagen. Ja, mach. Ich finde ja diese beiden Entscheidungen, also der Elfmeter und dann die Schwalbe, ich habe mir das wirklich 10-mal angeguckt im Fernsehen nochmal. Mhm. Die Situationen waren fast identisch. In beiden Fällen war da eine Berührung, in beiden Fällen war da kein wirkliches Foul, in beiden Fällen wollte der Stürmer hinfallen und in beiden Fällen war es keine Situation, die irgendwie zum Tor geführt hätte, sondern der Stürmer hat dankenswerterweise gemerkt, ich werde berührt, ich falle. Hm. Und das ist schon erstaunlich, wie so extrem entschieden werden kann. Im Grunde hätte man beides nicht pfeifen müssen. Und diese Regel, dass einfach jedes Foul im Elfmeter, im Strafraum, egal wo, egal in welcher Situation zum Elfmeter führt, ist schon ein bisschen kurios. Hm. Und wird ja auch nicht einheitlich gepfiffen. Wenn man sieht, was bei einer Ecke gezogen und gezerrt und gehalten wird, das wird nie gepfiffen. Und irgendein Ding am Strafraumrand, wo ein Spieler alleine ist und zwei Abwehrspieler am besten noch in der Nähe, gibt dann eben mal einen Elfmeter und mal die Schwalbenkarte. Das ist schon ein unterschiedlicher Maßstab für fast die gleiche Situation hier. Hm. Ja. Und ich finde es auch sehr interessant, ich meine, ich muss mich da jetzt selber widersprechen, weil ich einerseits für Tatsachen, dass ich für Videobeweis oder sowas plädiere, es ist ja auch sehr auffällig, das kommt ja auch noch hinzu bei solchen Geschichten, wenn man sich die Medienlandschaft ein bisschen angeschaut hat, da gehen die Meinungen ja auch, also auch nach Betrachtung noch von Fernsehbildern auseinander. Das heißt, da schreiben Leute, dass eindeutig es so ist, andere Leute schreiben aber, dass es eindeutig das Gegenteil ist. Also sprich, dass das mit Marcelo eben ein klares Foul gewesen ist an Marcelo. Andere schreiben wieder, es ist definitiv nicht so gewesen. Also mag sein, dass da einfach nur nicht richtig hingeguckt wurde, mag aber auch einfach sein, dass es bei solchen Sachen generell auch schwierig ist, eine hundertprozentige Tatsache sozusagen wirklich aufgrund eines Videobeweises festzustellen. Ja. Ne? Ja, das ja. kann sein. Also ich glaube, es ist halt alles wahnsinnig, auch von den nicht es mit Hannover 96 haltenden Journalisten gleichwohl alles subjektiv eingefärbt ist. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Auch noch die Schwierigkeit, genauso wie es sich eben in einem Fußballspiel nicht vermeiden lässt, dass da Emotionen am Werke sind. Und ich glaube, man das kann ist, halt eben auch nicht selektieren. Den Ärger schalte ich jetzt aus. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Den Elan lasse ich aber da. Beim Piloten würde man eben nicht, würde man sagen, der muss tatsächlich, selbst wenn irgendwie die Flugaufsicht oder der Lotse ihn doof behandelt, erwartet man von ihm natürlich, dass er ruhig bleibt. Fußball ist natürlich ein Spiel der Emotionen. Das heißt, da ist es schon, kann es schneller mal passieren, dass dann eben doch, da sagt ja auch immer das berühmte Kopfproblem, dass da Sachen mit reinspielen, die man sich wünschen würde, dass sie nicht mit reinspielen, aber bei aller Professionalität vielleicht geht's vielleicht müssen die auch Spieler mehr meditieren und einfach alles loslassen können. Genau, loslassen, meditieren, all diese Sachen. Jens, wir geben nochmal die Leitung frei für unsere Zuschauer, falls jemand anrufen möchte, da seine eigene Meinung zum Spiel hat und loswerden möchte. Erstmal dir vielen Dank. Sehr gerne. Und schönen Gruß, schönen Abend nach Hamburg. Da ist die Stimmung ja besser, ne? Gut nach Hannover und hoffentlich schaffen wir es noch einen Spieltag vorm Hartz-Druck zu bleiben. Ne? Ja, schauen wir mal nächste Woche, genau. Schönen Dank erstmal. Schönen und Abend. Die Telefonnummer ist die. Danke, ciao. Und die Telefonnummer ist, wir müssen es nochmal sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, eine neue seit kurzem, seit der letzten Sendung, nämlich die 36 70 170. 36 70 170, da steht sie jetzt aber auch schon schön eingeblendet. Das ist die Nummer. Darunter kann man uns anrufen, kann man noch sagen, wir sehen das völlig anders. Wir haben es jetzt gerade angesprochen, ein bisschen diese Schwierigkeit. Man muss manchmal entscheiden, ist der Spieler jetzt nur einfach emotional oder ist das schon, geht das schon über das, was man von einem Spieler erwarten kann, so ein bisschen hinaus. Und wir stellen in der heutigen Sendung deswegen auch mal die Frage, Emotion oder Unprofessionalität? Das wollte ich einfach mal hier in der Runde. Wir haben den Schmatke brauchen wir jetzt nicht mehr. Emotion oder Unprofessionalität? Wir haben da natürlich auch die entsprechenden Bilder dafür.
Genau. Sensationelle Bauchbinde. Sensationelle Bauchbinde, ne? Sieht jetzt mal richtig gut aus. Muss man mal so sagen. Also, ich fange mal an. Das erste Beispiel. Beim Spiel gegen Braunschweig wird Husti gefoult und bekommt keinen Freistoß. Er greift sich den Schiedsrichter und zeigt ihm auf dem Handy, wie in diesem Moment sein Haus mit Farbbeuteln beworfen wird. Da ist jetzt die Frage, handelt es sich dabei um Emotion? Wir brauchen das Bild. Hallo? Ja, wir bräuchten jetzt, der Kameramann hat es schon eingestellt, die Bildregie müsste es noch zeigen. Nein, das genau. Emotion oder Unprofessionalität? Das ist jetzt die Frage. Was würdet ihr sagen? Volker, du darfst beginnen. Wie war das nochmal im Mittelteil mit den Hüten? Das ist selbstverständlich Unprofessionalität. Das ist Unprofessionalität. Das ist schon Unprofessionalität. Nein, ich würde sagen, da könnte man vielleicht noch sagen, das ist so ein bisschen Emotion. Aber wir machen mal wessen Haus wird mit Farbbeuteln beworfen? Das ist der Schiedsrichter, nicht das von Husti. Das bringt ja nichts. Anderes Beispiel. Beim selben Spiel gegen Braunschweig wird Husti nochmal gefoult und bekommt wieder keinen Freistoß. Mhm. Er greift sich den Schiedsrichter und zeigt ihm auf dem Handy eine komplette Folge vom Club der Roten Dichter. Da ist wieder die Frage. Das ist Emotion. Ist das Emotion? Klar. Oder ist das Unprofessionalität? Nein, das ist Folter. Ja, das okay, mag auch sein. Ja, okay, haben wir geklärt. Wir machen da gleich nochmal weiter, aber wir müssen erstmal noch eine andere Sache ganz kurz klären. Oh, wir haben Anrufer. Ich weiß jetzt noch gerade nicht, wie er heißt, aber wir haben ihn zumindest schon in dem System drin und jetzt ist er auch im Studio. Hallo. Hallo ihr drei. Ah, du bist es, Fritze. Ja, wer sonst? Ja. Wenn der Name nicht da steht, muss es Fritze sein. Grüß dich. So, dann leg mal los. Dann kannst du mal sehen, wie er sich aufgeregt hat, der Matthias. Der erkennt schon nichts mehr da. Also, ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich stehe voll auf Volkers Seite. Wie die sich aufgeführt haben, da ist unmöglich. Bei dem Elfmeter schon mit 8-mal auf den Schiedsrichter zulaufen. Wenn der Elfmeter fällt, dann gibt er auch den Elfmeter. Das hat das ganze Spiel beeinflusst für mich. Die Schwalbe war natürlich keine, das ist eine andere Sache. Der Marcelo ist auch gefoult worden, ist aber kein Grund, den mit dem Kopf zu stoßen. Nee, das ist richtig. Also, die haben das ganze Spiel aufgeführt, als wenn der Schiedsrichter schuldet, dass die kein Fußball gespielt haben. Das ist, genauso habe ich es gesehen. Ja. Du würdest also sagen, das war eben nicht Emotion, sondern das war Unprofessionalität. Das sind doch Vorbilder, so wie Volker sagt, das sind doch Vorbilder, die sind doch im Fernsehen zu sehen von Millionen Zuschauern. Die haben sich aufgefüllt wie kleine Kinder da. Ja, wirklich wie bockige Kinder, die sich vom Quengelregal auf den Fußboden schmeißen und trommeln. Ja. Und sagen, ich will aber jetzt Star Wars Karten oder Schokolade oder irgendwas. Fritze, wir würden dich ausnahmsweise mal ganz schnell wieder rausnehmen, weil wir haben noch einen zweiten Anrufer und die Zeit ist schon so fortgeschritten. Wir wollen mal einfach mal schnell horchen, was vielleicht... Ich will nur noch eins sagen. Ja? Kann der Schiedsrichter dazu, wenn der Andreasen so ein Schnitzel macht und ein Tor fällt? Da kann der Schiedsrichter gar nichts für. Das war ein Fehler von Andreasen. Das ist auch völlig richtig. Ja. Die ganze Sache dazu. Ja. Ja, das ist aber da war das Kind ja auch ohnehin schon. Nee, da war es noch nicht im Brunnen gefallen. Da war das entscheidende Tor. Ja, nee, stimmt, da hast recht. Irgendwo schon, ja. Nee, weil kam ja noch mal ran, die Jungs. So, und dann beruhigt euch wieder. Der Videobeweis ist auch nicht das Wahre. Ja, ich sag doch, aber gut. Und wenn du meinst nicht, dann nicht. Okay, Fritze. Erstmal schönen Dank und vielleicht bis nächste Woche. Bleib uns gewogen, ruf wieder an, bitte. Bleib uns gewogen und wir fragen gleich den nächsten Anrufer. Auch da wissen wir jetzt den Namen nicht, aber wir horchen mal. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ist der Bernd. Hallo Bernd. Bernd, hi. Ah, na, grüß dich. Also, das mit dieser Schiedsrichter-Diskussion, ich weiß nicht, was das soll. Das ist eine Tatsachenentscheidung und dann noch groß rumzumeckern, es ist passiert. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht noch weiter abrutschen. Wir sind jetzt irgendwo von 7 auf 10 runter. Ja. Nächste Woche, wenn das gegen Werder in der Hose geht, dann können wir uns langsam mal wieder mit einem Abstieg beschäftigen. Ach, das. Nee, die Tabelle gibt's her. Ja, möglich. Ja, natürlich. Das ist momentan ein Fahrstuhl. Ja. Gewinnst du, bist du oben, verlierst du, bist du unten drin. Von Platz 5 bis Platz 15, 5 Punkte. Ja. Das ist alles ganz schön eng beieinander. Das ist sicherlich richtig, aber daran glaube ich einfach nicht, weil ich dieses Spiel als klares Ausnahmespiel nach wie vor sehe. Es ist ja nicht nur so, dass wir ein Spiel gegen Hoffenheim verloren haben und ein bisschen über den Schiedsrichter jetzt am Lamentieren sind, sondern die Mannschaft hat sich ja für die nächsten Partien entscheidend geschwächt. Na, das ist richtig. Ja. Das stimmt, das ist das Allerschlimmste daran, dass jetzt Marcelo 3 Partien ist schon draußen. Drei Partien gesperrt ist, das ist, sowas ist halt wirklich, das ist halt wirklich ärgerlich. Das ist blöd, aber dann spielt Schulz mit Sané in der Innenverteidigung. Und Schulz, der große Schulz. Ja, aber bitte nicht so wie jetzt am Samstag nochmal. Nee. Aber dann müsst ihr schon noch was anderes rausholen. Ja. Nee.
Bernd, würdest du denn trotzdem sagen, du hast Hoffnung für das Spiel gegen Bremen? Das ist ja ein Auswärtsspiel. Das ist ja der Beginn der Auswärtssaison. Ihr wisst doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann brauchen wir nicht mehr hingehen und brauchen uns das auch nicht mehr angucken. Das stimmt. Und das wollen wir auch alle nicht. Aber was ich an der ganzen Sache nicht verstanden habe, wie die Bildzeitung drauf kommt, den Schiedsrichter eine 2 zu geben. Eine 3, glaube ich. Eine 2. Nein, wir haben ihm eine 2 gegeben. Du hast völlig recht, da bin ich ganz bei dir. Es ist unverständlich. Also für mich wäre das Minimum eine 5, wenn ich gar eine 6 gewesen. Aber seien wir ehrlich, was in der Bildzeitung steht, darf nicht mit Nachrichten verwechselt werden. Entschuldigung. Also das ist nun mal einfach so. Das ist ja auch so. Stimmt, sowas nicht ist, grundsätzlich, aber ja, in dem Fall nicht, ist es eigenwillig. Also es ist, das haben sie exklusiv, diese Meinung, würde ich mal sagen. Ja, also ich lese diese Postille ja nicht. Was haben die geschrieben? Die haben außer der Note? Ich habe es auch nur, ich habe nur gelesen, dass ist in der erzählt worden? Nein, ich habe gelesen, dass in der Bild-Zeitung der Schiedsrichter gelesen, eine 2 bekommen hat. Ich habe gestern einmal die Online-Artikel kurz überflogen, fand das dann aber auch, ja. Jetzt nicht so, dass die Roten halt Idioten sind. Ja. Das stand so sinngemäß drin. Was Volker gesagt hat, wenn ich doch weiß, dass der Schiedsrichter griffig ist, dann passe ich doch extra auf. Ja, grundsätzlich würden wir ja alle sagen, das ist so. Ich würde halt trotzdem da mal Reile, zumindest was diesen Punkt angeht, ein bisschen auch recht geben, dass ich schon das Gefühl habe, es kann mal so ein Spiel kommen, wo sich alles dann so dermaßen, wo alles so scheiße läuft für dich und du das Gefühl hast, subjektiv, es läuft alles so scheiße für mich, dass der Moderator in der Sendung 17 Mal jetzt schon das Wort Scheiße gebraucht hat, dann kann es auch mal passieren, dann ist es eben vorbei und dann läuft es eben doch so. Aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich eigentlich recht, so sollte es nicht sein, das ist richtig. Wir machen mal, Bernd, wenn das für dich okay ist, auch ganz schnell weiter, weil wir noch einen Anrufer haben, der auch was zum Thema sagen will. Bleib uns gewogen, Bernd, schönen Dank. 2-1 für Hannover gegen Werder Bremen. Super. Das sehen wir ähnlich, hoffentlich. Bis dann, wir sprechen uns nächste Woche. Hallo. Tschüss. Ciao. Und gleich hallo Dominik, da haben wir jetzt auch mal einen Namen, der möchte auch was zu diesem Thema sagen. Der müsste jetzt da sein, hallo. Ja, hallo. Hallo Dominik, grüß dich. Sprich. Nochmal was zu dem Thema Schiedsrichter am Samstag. Mhm. Und zwar wurde jetzt ja schon ziemlich viel gesagt, nur Tatsachenentscheidungen hin und her. Das, was der da gepfiffen hat, das fing ja schon mit dem Anpfiff quasi an, dass er gegen uns gepfiffen hat. Und manche Sachen, die er da gepfiffen hat, das hätte nicht mal Kreisliga-Schiris gepfiffen. Ne? Und vollkommen unverständlich. Und auf diversen Netzwerken, oder sozialen Netzwerken, geht es auch schon das Gerücht darum, dass da irgendwie Geld geflossen sein soll und so. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist natürlich eine Vermutung, die relativ schnell dann mal so, ich würde jetzt einfach sagen, durch die rote Brille so ein bisschen natürlich auch noch ein bisschen schneller entsteht. Es gab ja auch sofort das Gerücht und da muss man auch sagen, Emotion oder unprofessionell, verdammt unprofessionell von 96, ernsthaft das Gerücht oder die Vermutung zu streuen, dass es eine Wiedergutmachung, finde ich, jetzt für das Hoffenheim-Spiel gewesen sein mag, das ist dann doch gewagt. Man muss ja auch mal sagen, Dominik, oder würdest du das anders sehen? Wir haben es ja hier schon ein bisschen angesprochen, die 96er müssen einem ja auch Möglichkeiten bieten, also sprich, Diouf hat ja nun mal in irgendeiner Form sich beim Schiedsrichter beschwert und er hat ja nun mal ist in einer Form abgehoben, die zumindest nach Schwalbe aussah, selbst wenn es keine hundertprozentige Schwalbe vielleicht gewesen ist und man bestimmt nicht unbedingt hätte Geld geben müssen. Oder siehst du das anders? Nee, ist schon richtig. Wie gesagt, er ist halt sehr spektakulär abgehoben. Ja. Nur dann muss er andere Dinge auch härter bestrafen, so wenn Sahiewicz da mit gestreckten Beinen reingeht oder so. Ne? Ja, der hätte vom Platz gemusst. Und nur weil etwas spektakulär ist, ist noch lange keine Schwalbe. Das muss man halt auch mal so sagen. Da gebe ich dir auch wieder vollkommen recht, Dominik. Das ist ja das, was wir eingangs auch schon gesagt haben. Hier ist die Grenze schon ein bisschen überschritten. Also deswegen sagen wir ja auch eigentlich alle mehr oder weniger mit Abstufung, es war keine gute Schiedsrichterleistung. Das ist nun mal einfach so. Es war unsouverän und man hat zumindest das Gefühl, ich glaube, Geld und andere Anschuldigungen kann man da wirklich beiseite schieben, aber man hat zumindest das Gefühl, dass er sich in irgendeiner Form tatsächlich von der aufgehitzten Stimmung im Stadion und der Stimmung der Mannschaft gegen ihn irgendwie eben tatsächlich hat anstecken lassen. Im Trotzsinn. Und ich würde es noch nicht mal menschlich verwerflich finden, wenn der Mann auf den Platz gegangen ist mit dem Wissen um das Phantom-Torspiel im Hinterkopf
und sich gesagt hat, Mensch, jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir Hoffenheim in dem Spiel nicht schon wieder irgendwie unzulässig benachteiligen. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Das ist dann nicht lustig. Nein. Aber das könnte ich als menschliche Reaktion, die vielleicht noch nicht mal auf einer bewussten Ebene abläuft, das noch nachvollziehen. Leute, lass uns doch nicht über diese verdammte Vorgeschichte von Hoffenheim da und den Schiedsrichter und was in dessen Kopf rumging. Philosophieren. Es ist doch ganz einfach. Wenn ich einen Schiri habe, der ein bisschen blöde pfeift, ja, dann kann ich natürlich heulen, meckern und mich hinfallen lassen. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist leider die, auf die sich die 96er zurückgezogen haben. Aber das will ich nicht. Ich will, dass die verdammt nochmal die Beine in die Hand nehmen und dann einfach Tore schießen. Ja, ja, aber wenn der Schiedsrichter permanent gegen dich arbeitet oder gegen dich pfeift, sage ich mal, dann kannst du machen, was du willst, dann hast du keine Chance. Also das, ja, so sehe ich das jetzt. Also spielst ich meine, du selber Fußball? Du spielst selber Fußball, oder? Habe ich mal, mehrere Jahre. Ja, ja. Ja, also ich glaube auch, ich würde sagen, Volker, du verlangst, na, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber du verlangst schon, das ist schon anspruchsvoll sozusagen. Nein, das ist das, was Volker sagt. Das wünscht sich ja jeder. Hatte ja auch in dem Spiel zwischenzeitlich, um das jetzt auch mal nicht vollkommen unter den Tisch fallen zu lassen, es gab ja eine Phase, in der fiel auch das 2-1. Da sah es total noch mal, so aus, als hätten sie das Spiel umbiegen. Sie haben richtig auf die Tube gedrückt. Das Tor war gut, die haben gut gespielt. Dann kam der Bock von Andreasen. Ganz entscheidende Phase ist tatsächlich überhaupt nicht durch den Schiedsrichter beeinflusst. Oder hast du das anders gesehen? Hast du diese Phase nicht so erlebt? Doch, schon. Das war okay. Aber beim nächsten kleinen Windhauch dann gleich wieder umzukippen und zu jammern. Ach, Leute. Es gibt halt auch, gut, Dominik, nochmal an dich die Frage, stimmst du uns denn einigermaßen zu oder bist du trotzdem immer noch der Meinung, es ist dann doch die Schuld wirklich des Schiedsrichters gewesen? Ja, sowohl als auch. Die Schiedsrichterleistung spielt da für mich eine sehr große Rolle, aber natürlich hätte man auch vielleicht auf sportlicher Ebene anders antworten können, müssen, sollen, auch immer. Nichtsdestotrotz Mund abwischen, weitermachen und die nächsten Spiele dann mal wieder punkten. Ne? Was glaubst du, wie das Spiel in Bremen wird? Wenn sie mit der Leistung weitermachen wie gegen Dortmund auswärts, dann denke ich mal, schließen wir da zumindest das erste Tor. Ja, das wäre ja schon mal was. Ich würde es mir auch wünschen. Ich persönlich glaube auch immer noch, dass die Mannschaft zumindest so viel Charakter hat, dass sie nach so einem miserablen Spiel wirklich sich aufrafft und sozusagen schon im Auswärtsspiel, in Anführungsstrichen, wirklich auf eine Art von Wiedergutmachung geht und das meiner Meinung nach auch hinkriegen kann. Das würde ich auch sagen. Mamdiouf wird das Tor auf jeden Fall mal nicht schießen. Nee. Das ist richtig, aber vielleicht darf ja der junge Mann, der bei den Amateuren 27 Tore im Spiel gemacht hat, Dennis Kadar, dann doch nochmal ran und vielleicht bringt es ja was. Also ich bin auch dafür, dass man mal dem Nachwuchs die Chance gibt, sich zu beweisen. Ja. Ja, weil Leute, das ist natürlich sind wir jetzt in der Situation, dass wir das eigentlich müssen, aber das Auswärtsspiel in Bremen, das ist das Spiel, wo wir dem Nachwuchs eine Chance geben, aber normalerweise nie im Leben. Nee, eigentlich nicht. Ist eigentlich ein Do or Die, ne? Dass wir Diouf gerne da hätten, ist klar. Aber wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Nein, aber man kann in so einem Spiel sicherlich, wenn das dann hinten raus vielleicht dann nicht mehr ganz knapp ist. Ich reg das nur einen Gedanken, den ich quasi mal antippen will. Meine Meinung ist selbst noch nicht, ich bin noch nicht entschieden in der Sache. Mhm. Aber wenn es dir passiert, dass du als Bundesligist, der einen verdammt großen Haufen voll Geld zum Saisonstart in die Hand genommen hat, wenn es dir dann passiert, dass du so lange die Zeitungen damit füllst, dass alle weinen, dass ein ganz bestimmter Spieler nicht zur Verfügung steht, dann hast du bei der Kaderzusammenstellung auch eigentlich irgendwas falsch gemacht. Hätte Moa Abdelau nicht abgegeben. Oder? Oh, wir haben... Wie sind wir denn aufgestellt für die nächsten Partien? Das ist doch eigentlich katastrophal. Mhm. Wir haben, vorne in jedem Fall. Hinten muss es jetzt plötzlich... Christian Schulz in allen Ehren muss sich beweisen und muss es reißen. Und den haben viele der Fans nicht ganz zu Unrecht schon mit dem Gehfrei auf der Georgstraße gesehen. Ja, es ist so. Und vorne ist es natürlich so. Man hat gedacht, Sobirk würde vielleicht auch mehr bringen. Und das mit Abdelauer finde ich tatsächlich auch das Tragischste an der ganzen Geschichte. Wobei es dem jetzt auch nicht gerade gut geht, so gesundheitlich. Aber
oder? War der nicht auch verletzt? Ja, der hat ja immer irgendwie so Kleinigkeiten, die ihn dann immer wieder drei Wochen. Aber der Spiel, er hat ja auch, als er fit war, bei Stuttgart nicht gespielt. Aber wir sind schon so spät in der Sendung, dass wir jetzt tatsächlich nicht noch einen neuen Topf aufmachen können. Deswegen müssen wir jetzt einfach sagen. Und der Dufner gleich noch einen mitkriegen, wie der sich in der Halbzeitpause eingelassen hat. Ja. Das geht mal. Das habe ich ja schon gesagt. Dufner. Dominik, das siehst du aber auch so, ne? Wie, was sehe ich genauso? Jetzt nebenbei schon wieder PS3 schon angemacht. Was? Nein. Also hier, das hier, was Herr Dufner in der. Die Äußerung von Dufner, das geht doch zu weit, oder nicht? Ja, doch. Also, ja, man kann es auch übertreiben. Also. Ja. Wenigstens ja, der muss so ein bisschen staatsmännisch sich verhalten. Ich finde, in diesem Zusammenhang soll, fragen wir jetzt einfach nochmal: Emotion oder Unprofessionalität? Und zwar. Folgendes Beispiel, du kannst ja auch mal überlegen, Dominik. Stindl tritt Philippe beim Training auf den Fuß, der kratzt auf dem Parkplatz einen Penis auf Stindls Motorhaube. Was würden wir sagen? Ist das A, Emotion? Nee, das wollte ich jetzt nicht, Entschuldigung. Ist das Emotion oder ist das Unprofessionalität? Was meinst du? Emotion. Ja. Das ist noch Emotion. Okay, ein Beispiel habe ich noch. Mille Gorgas hat die Auswärtstrikots ausnahmsweise nicht mit Weichspüler gewaschen. Jan Schlaudraff fährt zu ihm nach Hause und überfährt seinen Hund. Ist das? Darüber macht man keine Witze. Mike kann seinen eigenen Hund überfahren. Ich distanziere mich von dieser... Das wusste ich nicht, Entschuldigung. Moment, falsche Richtung. Ist das Emotion oder ist das Unprofessionalität? Ja, ganz klar unprofessionell, ne? Ja, das würde ich aber auch sagen. Okay, haben wir das geklärt? Und wo wir schon zum Thema unprofessionell sind. Dominik, vielen Dank an dich erstmal und ruf wieder an. Rache für Mikes Hund. Und wo wir bei, das wusste ich nicht mit dem Hund, das tut mir leid. Und wo wir schon bei der Unprofessionalität sind. Gegen Hamburg, ne? Ich weiß wir jetzt nicht, noch, wann das war. Ich weiß vor dem Heimspiel gegen Hamburg. Eins müssen wir noch aufklären, meine Damen und Herren. Man hat sich gefragt, was war denn mit Cirundolo los? Ach ja. Wir haben hier für Sie ganz kurz die Aufnahme. Das ist Steven Cirundolo vor dem Spiel passiert. Ja, genau, ein Hexenschuss. Wir haben es schön dargestellt für Sie. Das war Gott, da komme ich jetzt erst drauf. Lange Leitung. Oh. Ah, ja. Das war also der Hexenschuss. Meine Damen und Herren, und wir haben den Fehler festgestellt. Es ist nämlich so, man hat sich bei 96 einfach vertan. Und die haben das mal vorbereitet, um Ihnen das zu zeigen. Das kann ganz leicht passieren. Sehen Sie, das wollte man bei 96 schreiben. Eigene Dummheit. Ja? Und das kann mal passieren. Man macht einen Buchstaben, zwei, drei Buchstaben falsch. Und dann schreibt man aus Versehen das hier. Das ist natürlich sehr ähnlich. Das kann vorkommen. Ja. Ne? Also aus Versehen hat man dann leider auf den Zettel geschrieben, es war ein Hexenschuss und überhaupt. Also so viel zum Thema Professionalität bei Hannover 96. Läuft doch alles. Alles bestens. Und wir haben versucht, den Pressesprecher Alex Jakob in diese Sendung einzuladen, dass er das final aufklären kann, wer diesen Fauxpas sich tatsächlich geleistet hat. Er hatte zunächst zugesagt, musste dann aber doch zurückziehen wegen eines Hexenschusses. Das ist gelogen. Okay, das nächste ist auch gelogen. Nein, wir haben jetzt zum Abschluss noch ein Lied. Und ich habe gedacht, es muss heute einfach mal sein, zu Ehren von Lou Reed. Haben wir eine Rassel da? Bitte? Haben wir eine Rassel da? Ich habe jetzt leider keine, oh, das ist ja schade, wir haben keine Rassel da. Haben wir vielleicht Streichhölzer, irgendwas, womit man rasseln kann? Nee. Hier, mein Schlüssel. Gewehr, das geht. Volker rasselt. Sorry, ich habe natürlich keine Rassel dabei jetzt. Ach, wie unprofessionell von mir, das geht aber, okay. So, meine Damen und Herren, also zu Ehren von Lou Reed, ein Klassiker von ihm mit nur ganz leicht anderem Text. Ah, da ist ein Rassel. Ja, bitte. Sensationell. Okay, super. Okay, lass mal hier rüber. Überlegst du gerade, ob du nochmal stimmen solltest? Soll ich? Nö, das passt. Kiesling kam wohl irgendwie von links. Knapp vorbei und trotzdem rein, das Dings. Der DFB luft kurz die Augenbrau, sagt mit brüchigem Ton, man sieht's halt nicht genau. Wir sagen, hey DFB, take a walk on the wild side. Wir sagen, hey Niersbach, scheißt auf den Tatsachenentscheid. Nee, noch nicht. Entschuldigung.
Little Tobi Stieler hat aus Hamburg hergefunden. Dachte, er wäre Markus Merck für ein paar Stunden. Ein Pfeifer hier und ein Pfeifer da. Das Publikum ist gleich ereiferbar. Wir sagen, hey DFB, take a walk on the wild side. Wir sagen, hey FIFA, scheiß auf den Tatsachenentscheid. Und Mareile sagt du, 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 du. Wir sehen's im TV und lesen's in der Zeitung. Scheiß doch auf die Tatsachenentscheidung. Doch alte Männer bleiben stur bei jeder Novität. Wir flehen, geht in Rente, geht, geht, geht. Wir sagen, hey DFB, take a walk on the wild side. Wir sagen, hey Niersbach, scheiß auf den Tatsachenentscheid. Und Mareile sagt, du, 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 du. Ja, das war der rote Club der Richter. Der Club der roten Richter, wollte ich sagen, für diese Woche. Wir sehen uns wieder nach dem ersten Auswärtssieg von Hannover 96 am kommenden Montag. Wir weigern uns zu senden, wenn das nicht klappt. Genau. Genau. Also wir sind nächsten Montag wieder hier. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, schönen Abend. Tschüss, schönen Abend, genau.